Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat ja den nächsten grandiosen Sieg, muss man sagen, eingefahren. 4:0 am Ende in Wien Favoriten bei der Austria. Auch das, wie eigentlich das Salzburg-Spiel, eines dieser Partien. Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir jemals in den letzten paar Jahren ein derart klares Ergebnis in Wien Favoriten eingefahren haben. Und man muss am Ende sagen, ja, das macht schon Lust auf mehr. Also die Blackies, mit einer ganz, ganz anderen, nicht nur Körperhaltung, mit einem ganz anderen Auftreten als in der letzten Saison. Das ist mittlerweile wie Tag und Nacht. Und es macht wirklich Spaß, den Blackies in jeder Phase eigentlich fast der Partie zuzuschauen, wenn man sich das Ganze mal so vor Augen führt, wie die Jungs das im Moment machen. Also gehen wir das Spiel kurz mal chronologisch durch. Die Blackies mit den ersten 1-2 zarten Offensivaktionen. Friesenbichler mit einem nicht so gefährlichen Kopfball und ein Schuss, ich glaube, von Lubitsch, der weit über das Tor von Penz im Austriakasten drüber ging. Die erste dicke Möglichkeit der Austria durch Wimmer, glaube ich. Über die linke Seite eine Flanke und Kevin Wimmer mit dem Kopf. Den kann Siebenhandel aber noch abwerten. Und so geht es eben auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen hin und her. Jetzt keine Mannschaft mit ganz klaren Vorteilen, wobei ich schon sagen würde, so mit Vorteil der ersten Halbzeit war die Austria dann doch ein bisschen besser in der Partie drin im Verhältnis. Sturm vielleicht doch den Tick so zu passiv in der Phase. Fitz hat beispielsweise eine Chance für die Wiener nach einer knappen halben Stunde. Ich glaube, sein Schuss geht da knapp am Tor von Siebenhandel vorbei. Aber wie gesagt, eher ausgeglichen mit leichten Vorteilen der Austria, ohne dass sie jetzt hundertprozentig gefährlich wurden. Interessant wurde es eigentlich erst wieder zum Ende der ersten Halbzeit, eine Ecke über die linke Seite. Jakob Janscher, seine Flanke wird eben per Kopf von Kevin Friesenbichler dann verlängert und der landet dann vor den Füßen von David Nemeth und der trifft dann in der 40. Spielminute zum 1:0 für den SK Sturm. Das erste Saisontor der Leihgabe aus Mainz und da natürlich Nemeth komplett ungehindert das Ganze eingeschoben, hatte da nicht die größte Arbeit, aber die Eckballvariante hat man auch so von Sturm in der Vergangenheit eher seltener gesehen, dass man da Eckballvarianten mal im Spiel auch zu sehen bekommt. Von dem her, saubere Standardsituation, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hätte man fast sogar noch nachlegen können. Kevin Friesenbichler vor dem 16er mit einem Schlenzer ins lange Eck, den kann Penz gerade noch abwehren, wäre das vermeintliche 0:2 Sekunden vom Seitenwechsel gewesen. Das wäre auch fast Volley nach dem Seitenwechsel gefallen. Sturm mit einer guten Kombination gleich nach der Pause, die am Ende Ivan Lubitsch vollendet. Wäre ein schöner Treffer geworden, aber wäre das Tor wegen Abseits nicht anerkannt. In der Zeitlupe knapp gewesen. Am Ende, im Zweifelsfall heißt es ja eigentlich für den Stürmer, aber gut, wurde nicht gegeben. Kann man jetzt drüber streiten, kann man jetzt auch schwer so eindeutig sagen, auch nach der Wiederholung. Ich hätte wohl eher gesagt gleiche Höhe, aber wie gesagt, kann man drüber streiten. Ansonsten gab es da noch, ich glaube in der 50. ein Abschluss von Kitaischwili, genau, der mit einem Schlenzer, der dann auch knapp am Austria-Tor vorbeiging, aber auch ansonsten war da auch wieder die Austria so im Laufe der zweiten Halbzeit erstmal auch das etwas bessere Team, wie ich finde, zumindest bis Minute 70 auch, obwohl, man muss dazu sagen, die Austria jetzt auch nicht so wahnsinnig konkret war in der Offensive, aber die waren schon gefährlicher zu dem Zeitpunkt wie unsere Blackies. Das änderte sich aber, wie gesagt, schlagartig ab Minute 70, denn da gab es diese eine sehr naive und auch dumme Aktion eines Austrianers, Dominik Fitz, senzt von hinten Jakob Janscher um, keine Chance auf den Ball, war jetzt kein absolut brutales Foul, aber ich glaube, die rote Karte, die er dann im Endeffekt eingekassiert hat, völlig zu Recht aufgrund der Dummheit, also keine Chance auf den Ball, Janscher hat sich da auch völlig zu Recht aufgeregt natürlich, hätte sich ja auch da durchaus verletzen können, aber am Ende eben glatt rot.
Und ja, danach kippte das Spiel, muss man sagen, zu 180 Grad in Richtung Sturm. Ganz klar. Danach war es aus Sicht der Austria vorbei. Denn nur eine Minute später nach dieser Aktion über die linke Seite schickt Amadou Dante Jakob Janscher. Der hat zu viel Platz mit der scharfen Hereingabe. Und Ota Kitaischwili wartet dann im 16er und trifft zum 2:0 für den SK Sturm. Und danach, danach ging es ab. Denn nur zwei Minuten später, die Austria komplett von der Rolle, zum Vergessen in der Phase, die waren aufgelöst und Sturm hat dann einfach weitergemacht, wie man schon seit Jahren eigentlich der Mannschaft ja vorwirft, dass man sich so oft in der Vergangenheit nach einer Führung zurückgezogen hat und nichts mehr getan hat vorne. Dieses Mal das komplette Gegenteil, denn eben nach dem 2:0 ging es erst richtig weiter. Also Ota Kitaischwili wenig später wuselt sich dadurch die komplette Austria-Verteidigung gefühlt. Also ich glaube drei Gegenspieler waren es locker, die er da ausgetanzt hat. Bisschen Glück natürlich auch dabei, dann steht er allein vor Penz und dann noch sein Schuss, ein Billardtor, Stange und dann ist er drin, 3:0 für Sturm, knapp vor der 80. Minute und da muss man sagen, hatte die Austria dann schon Glück, dass es nicht noch heftiger wurde, denn Sturm hatte danach auch Chancen gefühlt im Minutentakt. Ivan Lubic im 16er, relativ frei, den kann Penz noch abwehren. Wüthrich nach einer Ecke, glaube ich, war es im 16er. Auch da bringt man den Ball nicht rein und die Austria hat da auch noch Glück und, und. Also man muss schon sagen, nicht ungefährlich, was die Schwarz-Weißen da weiterhin gespielt haben und die durften sich dann tatsächlich noch ein viertes Mal belohnen, diesmal durch zwei Eingewechselte über die rechte Seite. Philipp Husbeck mit so viel Speed und so viel Platz mit der Hereingabe auf den ebenfalls eingewechselten Bekim Barley und der mit dem Schlusspunkt 4:0 für den SK Sturm. Barley auch schon zuletzt gegen Wattens getroffen, das Goldtor gemacht nach Einwechslung, jetzt gegen die Austria, den der Kantersieg veredelt. Am Ende muss ich auch ehrlich sagen, die Austrianer haben mir fast ein bisschen leid getan. Die waren jetzt nicht so wahnsinnig schlecht, wie es das Ergebnis eben gesagt hat. Aber die Blackies, die haben genau das gezeigt, was man haben wollte. Also was ich persönlich schon ewig vermisst habe bei den Schwarz-Weißen. Man hat nach einer Führung nachgelegt, weitergemacht. Klar, die rote Karte, die hat unseren Blackies ganz klar in die Karten gespielt. Das braucht man auch nicht verheimlichen, aber die Leistung, die war wirklich am Ende souverän und im Stile, kann man so sagen, einer Mannschaft, die eher in Richtung Europacup tendiert, gegen eine Mannschaft, die sich anscheinend noch immer aus Sicht der Austria nicht hundertprozentig gefunden hat. Und das hat man einfach wunderbar gesehen, wie das Spiel dann wirklich auch eigene Ausmaße annimmt. Also, von dem geiler Sieg in Wien, saubere Partie der Blackies, da darf man sich völlig zu Recht freuen und auch in der Tabelle sieht es weiterhin gut aus bei den Schwarz-Weißen. Man ist am Spitzenfeld dran, auch punktemäßig mit immer noch einem Spiel weniger. Also ja, wenn das so weitergeht, dann wird es noch spannend, auf welcher Tabellenplatzierung, auch wenn das jetzt noch nicht so relevant ist, sich die Blackies wirklich am Ende der Saison finden werden. Von dem her, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie unserer Schwarz-Weißen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Sauber Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.